recht einfach erklärt. Roundtable ist nichts anderes wie ein Service-Club. Von Service-Clubs an sich haben wir genug in Österreich. Es gibt einen Lions-Club, einen Kiwanis-Club, einen Rotary, einen Rotaract, wie man sie alle nennt. Und die Tabler, wie ich sie nenne, ist ein Service-Club der jungen Generation. Das heißt, wir sind auf dem gleichen Prinzip aufgebaut. Wir sind junge Männer im Alter von 18 bis 40 Jahren. Das ist unser Höchstlimit. Das ist der große Unterschied, wo wir uns auch zu den anderen Service-Clubs unterscheiden. Bei uns darf man eben bis 40 bleiben und dann muss man weichen. Und dadurch immer nur eine Generation im Club hast. Du hast eigentlich deine Generation im Club und es ist einfach zum Freundschaften pflegen, für Veranstaltungen organisieren und bei Beschlüssen viel einfacher als wie wenn du zwei oder gar drei Generationen im Club hast. Also beim Servicegedanken ist es eigentlich, geht es eigentlich darum, dass man im Club oder im Tisch sich gegenseitig behilflich ist, aber natürlich auch über den Tisch hinaus in der Region. Und mit dem Ziel, Freundschaften zu finden, Netzwerke zu knüpfen durch alle verschiedenen Professionen und nebenbei noch Gutes zu tun im Sinne von Sozialprojekten, das heißt Leuten in der Region einfach zu helfen. Wo einer Familie oder Einzelschicksalen halt jetzt was passiert ist, was vorher nicht vorgesehen worden ist. Es sollte aber nicht dahin gehen, dass wir jetzt dann nur mit Geld spenden für diese Leute dann da sind, sondern dass man ihnen auch eben mit persönlichen Einsatz hilft. Wir vom Roundtable 20 Spital sind aktuell 17 Mitglieder. Wir haben einen Aspirant, also einen Umwärter. Und von den Professionen her haben wir vom Lehrer bis zum Krankenpfleger. Das wichtigste Gut, sage ich jetzt einmal so, beim Roundtable, für mich persönlich ist jetzt so die Freundschaft, sage ich jetzt an. Der Erhalt der Freundschaft, die Pflege der Freundschaft, Aufbau von neuen Freundschaften bei, sagen wir jetzt an internationale Meetings oder auch nationale Meetings, wo man mit anderen Tischen zusammenkommt und so weiter. Das ist eigentlich das Hauptaugenmerk in meinen Augen. Aber ich glaube, das, was uns unterscheidet zu jedem anderen Service-Club auf dieser Welt, ist, dass bei Roundtable die Dinge etwas lockerer und leichter gehandhabt werden. Das heißt, wir sind eine lustige Runde, die immer viel Spaß hat miteinander, die eigentlich sich auf einem gewissen Niveau natürlich auch bemüht und viel arbeitet gemeinsam, um was zu bewegen. Und wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, packt jeder an und es wird dann mal richtig gearbeitet und was umgesetzt, aber es bleibt der Spaß nicht auf der Strecke. Also.